Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der großen Weltmeisterschaft, dem Turnier nächste Woche in Erkelenz, was für den FCR in diesem Jahr natürlich ganz oben steht in der Liste der großen Turniere. Und ich darf zwei Abwehrspezialisten hier bei uns begrüßen, Sören Hahn, herzlich willkommen, und auch Vincent Woltering, unser indirekter El Capitano. Und ja, erstmal zu den Fakten. Es werden wieder rund 3000 Ratinger-Fans mit nach Erkelenz reisen und die Mannschaft unterstützen. Das Ziel sollte das Achtelfinale sein, was auch hoffentlich realisiert werden kann. Und ja, Jeffrey Chang hat eine leichte Blessur vom gestrigen Testturnier davon gezogen. Aber das ist eher eine Randnotiz. Er wird auch fit sein für Erkelenz. Es geht jetzt los. Die Fragerunde ist eröffnet und ich bitte um Handzeichen, dann wird die Dame mit dem Mikro eben rumkommen. Bitte schön, Klaus Lufen. Ja, wie ist denn jetzt die Situation bei Geronimo Santos? Man hörte einiges. In den letzten Wochen soll er wieder mittrainiert haben. Heute haben wir ihn auf dem Trainingsplatz vermisst. Was ist da los? Ja, ich antworte da direkt, weil ja, Geronimo Santos hat sich kurzfristig abgemeldet. Er hat natürlich keine große Trainingspraxis sammeln können und wird da in den ersten Spielen wahrscheinlich auch eher draußen bleiben. Anschlussfrage dazu, oder? Was sagt denn der Kapitän dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Er ist natürlich wahrscheinlich erst erstmal in Erkelenz aus der Startformation ausgeschieden. Ja, aufgrund des Fehlens heute. Ja, es ist, ich habe schon mal betont, es ist schade. Aber ansonsten möchte ich auch nicht mehr viel sagen und kann auch nicht mehr viel sagen. Ich bin da, ich glaube, wir sind alle etwas enttäuscht, aber... Auch ein bisschen mitgenommen hat man heute beim heutigen Training gesehen. Ich wurde nicht gefragt. Motivation hat gefehlt, aber wir wollen sie fortfahren. Ja, er versteht mich, er kann auch für mich sprechen. Also wir sind auch diese Seelenverwandte. Ja gut. Genug Sentimentalität hier. Nächsten Fragen bitte. Bitte schön. Ja, Herr Hahn, fühlen Sie sich fit vor dem nächsten Turnier, also nächste Woche? Oder wie sieht's aus? Ja, wir haben letzte Woche hart trainiert. Also zum Glück hat sich keiner schwer verletzt. Wir hoffen, dass das jetzt auch beim letzten Abschlusstraining der Fall sein wird, dass sich keiner verletzt. Und ja, also fit alle Male. Hoffen wir auch, dass dann am Tag die Tagesform stimmt. Dann sind wir alle sehr zuversichtlich für das kommende Turnier. Und ja, mit der Unterstützung unserer Fans ist, glaube ich, viel möglich. Lauter. Viel möglich. Okay, weiter. Jetzt habe ich bestanden. Wolf Fuhrmann. Ja, mich interessiert natürlich die Taktik auch. In Recklinghausen lief es ja nicht so gut. Was hat man sich da jetzt überlegt, dass das besser läuft? In der Tat, also Recklinghausen, da war erstmal der Fall. Wir haben das Gute war in Recklinghausen, wir haben konnten uns praktisch einspielen für die kommenden Turniere oder für das kommende Turnier jetzt. Wollte ja ein bisschen abgeschweift, aber wir machen weiter. Vielleicht fängt er sicher wieder. Bitte schön. Ja, Herr, ich habe eine Frage an den Pressesprecher, Herr Preuß. Wie sehen Sie Ihre Ziele oder was sind Ihre Ziele für Erkelenz? Meine persönlichen Ziele. Ihre persönlichen Ziele und die Ziele mit dem Team? Das Ziel mit dem Team muss eigentlich die K.O.-Runde sein, also das Achtelfinale. Da ist der Modus doch eindeutig machbar und mein persönliches Ziel, vielleicht das eine oder andere Tor zu schießen, aber das kann man natürlich noch nicht absehen. Weitere Fragen bitte. Hier vorne Martin Quast von Sport1. Mich würde natürlich interessieren, Timo Bockstein wurde ausgeliehen für einen Tag. Wie hat er sich gestern präsentiert und ist eine Verpflichtung da möglich? Ja, er hat sich gestern beim Confed Cup, wo der FCR den dritten Platz übrigens belegt hat, solide. Ja. Also, ich weiß vielleicht nicht, wie ich gerade verstanden habe. Hat sich solide präsentiert, aber eine weiter Beschäftigung beim FCR ist aktuell nicht in Sicht, weil der FCR auch im Kader bis jetzt komplett ausgelastet ist. Die letzten Wortmeldungen bitte und dann kommen wir zum Ende. Gibt es noch Fragen? Eine Frage gibt es ja auch. Jürgen Solli davon erbunden. Mich interessiert natürlich das Privatleben der Spieler. Wie verbringt man so die Woche, die letzte Woche vor diesem großen Turnier? Sie haben es auch WM genannt. Wie verbringt man die noch?
Ja, möchtest du mal antworten, oder? Ja, ich kann also, ich weiß gar nicht, was ich zur Stellung nehmen. Also es läuft wie bei jedem Turnier eigentlich. Wir sind das jetzt ja schon gewöhnt an den großen Turnieren, dass wir einerseits konzentriert sind, aber andererseits auch nochmal ein wenig Erholung haben, Zeit mit der Familie haben, weil wir auch lange getrennt sind dann von hier. Und, ja, also ist hart. Zwei Seiten hat die Medaille. Einmal die konzentrierte und einmal die etwas zum Ausruhen. Ja, mit dieser schönen Phrase. Einmal eine Eins und einmal ein Adler. Mit dieser tollen Rückantwort von Vincent Woltering, denke ich, kommen wir zum Ende. Und ja, dann hoffen wir auf große Unterstützung in Erkelenz und auf ein gutes Abschneiden des FCR. Danke sehr, Hahn, danke Vincent Woltering. Und bis demnächst. Bitte in die Mitte. Stürmer Florian Görlich war leider nicht bereit, der Presse Auskunft zu erteilen und wurde handgreiflich.